Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Aqua Painter aka Uli. Und zwar zur Folge 50 mittlerweile. Ja, 50 Folgen haben wir mittlerweile schon jetzt hinter uns. Und wenn ich mal dran denke, wie das alles angefangen hat mit meiner damals noch komplett leeren Bahn, die hier drauf war, die ja mit der Spur Z hat alles angefangen, die ich übrigens auch nicht vermissen will. Die Spur Z gibt es bei mir weiterhin noch, weil ich hatte neulich mal die Frage von jemandem bekommen, ob denn die Spur Z überhaupt noch irgendwo eingesetzt wird oder ob ich das irgendwie noch mache, weil ich blende es ja oben in der Ecke immer ein. Ich glaube, das müsste da stehen. Spur N und Z, und das schreibe ich nicht aus Spaß hin, sondern tatsächlich, die Spur Z wird bei mir auf der Anlage hier tatsächlich noch ihren Platz mitbekommen. Auf dieser Anlage wird wahrscheinlich hier in dem Bereich hier drüben, das ist ja der damalig hinzugekommene Teil, ursprünglich gab es ja nur den größeren Teil, dann kam hier drüben noch mal so 1,30 Meter mit dazu, und da sind ja jetzt die Kehrschleifen und dann die lange Paradestrecke oben drin und sowas alles. Und da soll irgendwo, ich weiß es noch nicht, wie ich es mache, ob das eine Art Bergbaubahn oder ich weiß es nicht. Also da ist wahrscheinlich ein bisschen was offen, weil ich ja die Planung für die Seite noch nicht wirklich abgeschlossen habe. Die Planung bei mir, wisst ihr ja, das ist ja sowieso meistens alles da oben im Kopf irgendwo nur aufgehalten. Und deswegen möchte ich da die Z durchaus mit einpflegen. Ich habe nämlich hier oben auf meinem ganzen Schrank hier ist tatsächlich jede Menge Z-Material noch da. Ich habe auch Loks noch da. Ich habe jede Menge Gleise da. Es kommt auch später jetzt im Jahr auch noch mal eine Weihnachtsbahn mit dran. Die werde ich auch noch damit hier reinbringen, mit einmogeln irgendwelche Folgen. Mal gucken, wie wir es am besten machen. Und ja, da ist also, was das angeht, auch ein bisschen was geplant, so dass die Zettis, wie man so schön nennt, auch noch zu ihrem Recht kommen. Jetzt mal zur heutigen Folge. Ich hatte ja letztes Mal angekündigt, dass es bei mir ein neues Rollmaterial geben wird. Das werde ich euch gleich einblenden. Ich zeige nämlich jetzt gerade auf die Ecke da drüben. Da habe ich die alle hingelegt, und zwar sind 6 neue Loks dazugekommen. Und die 6 neuen Loks werde ich euch nur ganz kurz zeigen. Die werdet ihr alle kennen. Ich stehe sowieso auf meistens 2, 3 verschiedene Loktypen, das werdet ihr merken. Und die will ich aber jetzt in den nächsten Wochen oder Tagen, ich muss mal gucken, wie ich es unterbringe, werden die alle ausgestattet bei mir mit Digital-Decodern. Ist nichts Neues, ist mir völlig klar. Bei den Loks habe ich jetzt noch nicht wirklich gefunden, jetzt hier bei YouTube. Und die werden auch alle mit Glockenankermotor ausgestattet. Das heißt, die werden komplett umgebaut. Da werden dann die Schnecken alle neu eingesetzt. Und dann kommen da Wellenadapter rein. Viele kennen es vielleicht von euch selber. Aber es gibt auch genügend, die kennen es halt nicht. Die würden es gerne sehen wollen. Und ich will ja sowieso was bringen, dass wir jetzt hier auch ein bisschen mal anderes Material wieder mit reinbekommen. Und dann werde ich euch das in der nächsten Zeit einfach noch mit präsentieren und mit zeigen, was da alles so gemacht wird. Und ja, das sind so ein bisschen die Aussichten auf die nächsten Tage, die ich dann wahrscheinlich wieder auf die Freitage irgendwo mit ausweiten werde und das dann entsprechend dann als Video euch mit reinbringe. Und ich hoffe, ihr freut euch drauf. Mir macht es auf jeden Fall Spaß, mit euch für euch was zu machen. Ich mache es ja auch für mich selber. Ich bin ehrlich, ich möchte mir auch mal später vielleicht alles angucken, wie alles begonnen hat. Wenn ich mir jetzt so meine Folge 1, 2, 3 und 4 und 5 angucke, da ist, glaube ich, schon viel passiert, auch in puncto Qualität vielleicht des Videos oder was ich auch so alles immer probiere. Ich versuche es ja nur für euch so schön wie möglich irgendwo zu machen. Mir macht Spaß und mich freut es, wenn es euch auch Spaß macht. Und wenn ihr auch bestimmte Wünsche vielleicht mal habt, was ich machen soll, was ich bringen könnte, lasst es mich einfach wissen. Ich bringe es mit rein. Und jetzt würde ich sagen, jetzt schwenke ich als nächstes mal wieder zu den, nicht mal wieder, jetzt schwenke ich als nächstes zu den Loks rüber, dass ich euch die ganz kurz vorstellen kann. Wie gesagt, das werden alles keine Unbekannten für euch sein, aber lasst euch gesagt sein, das sind alles Loks, die bei mir noch entsprechend umgebaut werden, nach technisch, was ich sowieso gerade gesagt habe, aber auch optisch werden die noch angepasst. Das heißt, die sollen natürlich zu meinem Thema Steampunk dazu passen. Das heißt, die Loks bekommen dann entsprechendes Outfit-Änderungen, Farbänderungen, mal ein paar Ideen, was man noch so machen kann auf die Loks, dass die halt ein bisschen in die Ära Steampunk reinpassen. Ich hatte neulich einen wunderschönen Kommentar zu meinem Video bekommen im Forum 1 zu 160.
da wurde mir gesagt, was ich auch völlig richtig und schön fand, dass die Steampunk-Ära ja eher weniger mit Dieselloks zu tun hat. Und bei mir ist es nun fast ausschließlich diese Loks, die ich jetzt hier so einsetzen möchte. Und ich habe dann 3 Dampfloks und dann 7 Dieselloks. Aber er meinte natürlich auch richtig, dass da eher wahrscheinlich die Elektroloks besser reinpassen würden in Steampunk. Aber ich möchte keine Elektroloks auf der Anlage haben, weil ich muss mir alles noch überlegen, wie ich mache, weil ich möchte da jetzt keine Oberleitung der Deutschen Bahn einbauen oder sowas. Ich reicht schon, wenn ich so Loks verwenden muss, die natürlich auf dem Markt sind. Da gibt es ja nichts Steampunk-Ereiges, was man da einsetzen kann. Aber wie gesagt, da soll ein bisschen was passieren. Die soll also auch schön gammelig wären, da sollen zusätzliche Anbauten vielleicht noch rankommen, die ich da irgendwo vielleicht ausdrucke auf dem 3D-Drucker oder irgendwas in der Form, in der Art. Und da wird also noch ein bisschen was passieren. Gut, ich schwafel schon die ganze Zeit. Ich würde sagen, ich mache hier an der Stelle Schluss und schwenke rüber auf die Loks. Und nachher zum Schluss, als dritten Teil, werde ich euch noch die Fertigstellung und die versprochene aus meinem Wohnzimmer bringen, was ich da so Schönes gemacht habe. Und ich kann euch nur sagen, die Seite ist jetzt mittlerweile so durch fertig. Also zumindest, ja, grob, so richtig fertig ist man nie. Und das präsentiere ich euch natürlich auch gleich mit der Gelegenheit noch mit. Dann sage ich, mach schön gut, bis nachher. Da sind wir jetzt natürlich in der neuen Anlage. Hier drüben habe ich die ganzen Loks liegen. Da möchte ich auch gleich mal jetzt ohne Umschweife rüberschwenken. Ich hoffe, ich verwackel das jetzt hier nicht, weil ich ohne Stativ da bin. Und zwar haben wir die guten Schätzchen. Hier ganz hinten haben wir von, also alles Trix-Loks hier vorne, die V100, die ich immer schon auf meiner Anlage hatte. Die ist schon digitalisiert. Ich will mal ganz kurz hier versuchen, mal ein bisschen was zu zeigen. Hier oben haben wir den Motor, den wollte ich eigentlich, Moment, ich muss ein bisschen scharf stellen, den wollte ich eigentlich durch einen Glockenankermotor ersetzen, was ich aber hier als ja ein bisschen blödsinnig empfinde, weil wir hier einen fünfpoligen Motor ohnehin schon haben und die sind ja von der Laufruhe ohnehin schon nicht schlecht. Deswegen werde ich den in dem Fall hier behalten. Da werde ich nur bei dieser Lok, ich gehe noch mal ein bisschen näher ran, entschuldige, wenn es wackelt, wie gesagt, ohne Stativ, das macht sich hier ein bisschen schlecht. Und hier hinten sehen wir jetzt praktisch auch schon die Platine, die haben wir hier, da ist auch der Decoder oben drauf. Und die Lok ist eigentlich nur an einer Stelle kaputt gegangen, und zwar hier unten im Fahrwerk sozusagen. Da ist mir ein Radschleifer mehr oder weniger abgegangen und den habe ich einfach nicht zu kaufen bekommen. Den habe ich in Italien bestellen müssen, gebrauchten allerdings. Es ist wieder mal fast so schön wie bei der Spur Z hier Ersatzteile zu bekommen. Jetzt habe ich gelacht, jetzt hat das Video gewackelt. Oh Gott, ich muss aufhören zu lachen. Und die Lok, die wird wahrscheinlich dann eben so bleiben, wie sie ist. Aber hier drüben, das sind 1, 2, 3 gleiche Brüder. Ich liebe diese Lok. Und mit dieser Lok habe ich vor, auf der Steampunk-Anlage entsprechend viel zu machen. Die möchte ich mir entsprechend umbauen. Da möchte ich mir was einfallen lassen, wie ich diese Loks gut zum Laufen bekomme. Das sowieso. Und wie ich sie auch optisch schön anpassen werde. Aber da müssen wir vielleicht später nochmal drauf kommen, weil da liegen mir noch keine Pläne im Kopf bereit. Und wenn wir uns mal angucken, das ist die alte Bauart. Die Loks habe ich alle schon auseinander gemacht, weil ich musste mich ja überzeugen, dass auch alles so ist, wie ich das gerne möchte. Hier oben sehen wir noch die Spulen drin, da kommt dann als Decoder rein. Und hier unten dann, warte mal, ein bisschen hier vorsichtig machen, die Motoren sind schon draußen, die liegen also auch, warte mal, schön, da hinten liegt er schon. Das ist natürlich der alte Dreipoler noch. Ich versuche mal rauszuangeln hier übers Display von der Kamera. Ich will jetzt nichts kaputt machen hier. So, da haben wir, mal gucken, ob man scharf. Warte, ich lege ihn mal hier hin. So, da haben wir einen schönen Vergleich. Hier drüben der neuere Motor auf der linken Seite und auf der rechten Seite eben der Dreipoler, die komplett ersetzt werden durch die Faulhaber, nicht Faulhaber-Motoren, das sind die von Tramfabrik, glaube ich, habe ich bestellt. Muss ich mal gucken, aber das blende ich euch später noch ein. Und die werden natürlich ersetzt und die Loks, die 3 hier drüben, bekommen entsprechend alle. Dann die Decoder noch eingebaut, die sind geordert. Ist zurzeit richtig schwer, gute Decoder zu bekommen. Irgendwelche, die ich nicht haben will, die kriege ich. Aber ich habe genug bekommen.
Das heißt, ich habe, glaube ich, so ziemlich das letzte gekauft, was ich finden konnte. Da habe ich gleich ein bisschen mehr gekauft von. Und die werden entsprechend hier in diesen V100 oder BA212, sind alles die gleichen, eingebaut. Wir sehen sogar schon hier die Unterschiede an den Nummern von Minitrix, die 2048, und hier haben wir schon die 12048, also die 2048 mit der 1 davor, das ist auch eine neuere Bauart, und hier drüben auch, glaube ich, nochmal die ältere. Dann kommen wir weiter nach rechts. Hier liegt eine Lok, da muss ich nichts mehr dran machen, die habe ich bloß geöffnet. Und das ist eine BA94, nämlich genau die Type, ich hole sie mal kurz ins Bild rein, die ich hier auf der Anlage, die mir immer aus dem Gleis, aus meiner Bogenweiche rausgehopst ist, mit dem entsprechenden, ich versuche es mal scharf zu stellen, mit dem entsprechenden fehlenden Zahnrad. Und zwar wird die durch diese Lok bei mir ersetzt werden. Hier sehen wir auch mal wunderschön jetzt den Vergleich. Ich lege sie mal so richtig lieblos aufeinander. Nee, das muss ich versuchen mal zu halten. So. Da haben wir es. Und jetzt sehen wir uns die von unten mal die Unterschiede an. Hier sehen wir die ganzen Zahnräder, die dabei sind. 3 Stück. Und hier sehen wir bei meiner alten Lok, dass tatsächlich das mittlere fehlt und somit keine Kraftübertragung ja, erfolgen kann, mehr oder weniger. Und diese Lok hier oben, ich muss mal ein bisschen vorsichtig mit dem guten Stück umgehen, die hat nämlich schon, ich setze die mal vorsichtig ab hier, Moment, ich mache es wieder scharf, die hat schon den Glockenankermotor drin, hier hinten sehen wir ihn. Ja, der liegt jetzt so ein bisschen mehr oder weniger lieblos drauf. Moment, ja, kriegen wir es wieder scharf, ich muss mal versuchen. Ja, da ist er wieder. So, der ist also schon drauf, den will ich nicht abmachen. Und hier auf der anderen Seite, schön vorsichtig mit den kleinen Stückchen hier, da ist auch schon der Decoder mit drauf. Aber auch das werde ich umbauen als Video, denn hier hinten rechts liegt noch eine. Eine BA94, genau wie die anderen. Auch mit dem Fahrwerk, was völlig in Ordnung ist. Na, hier unten sehen wir es. Ja, so. Und die hat natürlich noch die alte Ausstattung drin. Ich nehme jetzt hier den Lokkörper ab. Mensch, mit einer Hand ist ein bisschen lieblos, aber das kriege ich schon hin. Hier ist der alte Motor, der Originalmotor natürlich noch drin. Und alles analoge, das ist die Birne abgefallen von, aber die wird auch durch LED ersetzt werden. Und das sind die, die ich definitiv noch machen werde. Auch da ist schon der entsprechende Motor bestellt mit Umrüstkit. Da muss ich ein bisschen basteln. Das habe ich schon mich mit beschäftigt. Das kriege ich alles hin. Und als letztes, ich schiebe die mal ein bisschen aus dem Bild raus, habe ich dann hier noch eine Lok, eine BA56. Auch vom Fleischmann. Das sind alles Fleischmann-Loks jetzt hier. So, mal gucken, dass wir mit dem Licht ein bisschen hinkommen. Ich versuche mal rein zu zoomen. So ist vielleicht besser. Das ist eine, ich nehme es mal noch anders. Ich nehme es mal runter jetzt hier. So, da haben wir sie. Und, sorry, wenn es wieder ein bisschen wackelt. Hier hinten habe ich schon den Tender aufgemacht mit Gewicht drin. Und da sehen wir auch schon ganz schön. So, so da sehen wir den alten Motor drin. Auch da ist schon bestellt. Auch da gibt es neue Schnecken, die da drauf gepresst werden auf den neuen Motor dann. Und hier wird er dann eingebaut werden und ja, auch digitalisiert. Und somit haben wir dann die ganzen Schätzchen hier hinten. Das wird so das sein, was mich so ein bisschen mit am meisten interessiert in Zukunft beim auf meiner Platte. Das heißt, die Loks werden alle, versuche ich ein bisschen ähnlich zu gestalten, vor allem die da hinten. Und die Dampfloks natürlich entsprechend altern, anpassen. Während jetzt bei der Lok hier vorne, die wir eben hatten, die hier, die hat schon gewisse Alterungsspuren dran. Ne, war das die hier? Ne, sorry. Das ist die hier hinten. Wenn wir uns mal das Gestänge angucken, das ist schon entsprechend angepasst hier. Das sieht alles schon ein bisschen benutzter aus. Und wie gesagt, das kommt demnächst als Video noch rein. Ich hoffe, euch interessiert. Ihr seid alle dabei. Ich versuche mal hier ein bisschen rauszuzoomen. So, dass wir das auch scharf kriegen. Ja, das war jetzt wieder aus der Hand gefilmt. Mit einer Hand, mit der anderen Hand da rumgefummelt. Ja, das sind die Loks. Dann würde ich sagen, kommen wir gleich zum dritten Teil. Dann bis gleich. Der Uli näht Vorhänge für seine Eisenbahn.
Wie schön. Ich muss ja schwer arbeiten. Ich habe eine Frau, die näht nicht. Ja, und nun, bevor ich die ganzen genähten, mit Mühe und Schweiß genähten Vorhänge anbringen werde, muss ich natürlich noch, was heißt, ich muss, gebe ich jetzt die Lasur, die ich euch mal gezeigt habe, noch auf die Bretter drauf, sodass es im Grunde genommen so aussieht. Man sieht es im Hintergrund rechts, so ein kleines bisschen, so den Schrank, wo die Wendel drin ist, vorlupen, dass die Farbe doch recht ähnlich ist. Und ich muss sagen, die Farbe wird, wenn sie trocknet, verliert sie ein bisschen diesen gelblichen Ton, den wir jetzt hier sehen. Und das passt eigentlich recht gut. Ich habe das Ganze zweimal angestrichen und es ist nicht eins zu eins das gleiche. Aber wie gesagt, das muss ja hier drin auch überhaupt nicht gemacht werden. Wichtig ist ja nur, dass es vernünftig aussieht und hier nicht so ein komplett kunterbunt bei mir drin ist. Die Stützen, wie wir sie hinten noch sehen, die sind natürlich immer noch drin. Da kommen dann andere Stäbchen vorne mehr oder weniger rein, die dann nur noch sehr, sehr wenig Platz wegnehmen. Und hier sehen wir schon meine kleine Puppenstube, so hat sie meine Frau nämlich genannt, in der ich jetzt hier wohne oder lebe oder einen Großteil meiner Zeit verbringe. Aber ich muss sagen, mir persönlich gefällt es. Ich bin recht zufrieden damit. Es ist so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ob ich das jetzt noch ein bisschen das Raffen aus dem Vorhang rausnehme, dass er glatter fällt und nicht so zusammengewellt ist, das ist ja egal. Das kann ich ja jederzeit noch machen. Hier sehen wir übrigens die Kamerahalter, wenn ich gesagt habe, ich filme euch aus meiner alten Anlage raus. Den habe ich da so dran gehangen. Der Vorhang war dahinter zu. Und ich bin der Meinung, mir gefällt es. Es sieht hübsch aus. Es schützt vor Staub die ganze Sache. Hier kamen noch ein paar Leistchen dran, dass der Vorhang nicht so in die Eisenbahn später reinfällt und vielleicht irgendwelche Signale abreißt oder Bäumchen abreißt, so dass der vorne gehalten wird. Ja, und mir gefällt's. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen heute. Dann sage ich, mach's schön gut. Bis zum nächsten Mal. Dein Uli aka Aquapainter. Tschüss!